Okay, also mein Thema heute, Industrie 4.0, Datenökonomie und künstliche Intelligenz, wie Daten und Algorithmen Wirtschaft und Gesellschaft verändern. Ich habe mir erstmal die Frage gestellt, und wie nutzen wir eigentlich Daten aktuell schon, ja, bevor wir uns mal so modernen Themen wie Künstliche Intelligenz und Ähnlichem zuwenden. Und ich möchte mit einer Geschichte anfangen, die meine Studenten alle kennen, aber die ich einfach so klasse finde, weil sie einfach so wunderbar das Internet beschreibt und auch was eigentlich so mit Daten da draußen passiert. Und das ist diese hier. Die Geschichte handelt von Target, das ist eine amerikanische Supermarktkette. Üblicher Supermarkt, fahren Sie rein mit Ihrem Wagen, laden Ihr Zeug rein, gehen zur Kasse, bezahlen, haben aber auch ein paar Online-Shops dabei. Und bei denen meldete sich eines Tages ein sehr erzürnter Vater. Und er sagte, also wissen Sie was, unmöglich, was Sie da machen. Ich habe hier eine 16-jährige Tochter und der schicken Sie permanent Werbung für Umstandsmoden, Babynahrung und Babyklamotten. Das Kind ist 16. Wollen Sie sie dazu ermutigen, minderjährig schwanger zu werden? Ist das Ihre Absicht? Geht doch gar nicht. Ja? Die Mitarbeiter des Supermarkts sagen, okay, das ist furchtbar peinlich. Also das können wir uns auch nicht erklären. Also das ist irgendwas schiefgegangen. Wahrscheinlich das Marketing wieder irgendwelchen Mist gemacht. Ja? Marketing ist ja immer irgendwie schuld. Und also entschuldigen Sie sich, man geht erstmal auseinander. Die Mitarbeiter stecken das ihrem Chef, sagen, okay, das ist irgendwie blöd. Ne? Ja. Der Chef sagt, okay, ja, also ist ja Amerika, weiß man ja nie so genau. Ne? Nachher wird man wegen irgendwas verklagt, seelische Grausamkeit oder was auch immer, und schon ist mal 42 Millionen los. Und sagt, ey, ich rufe da lieber nochmal an, Deeskalation, Deeskalation. Ruft er den Pater also an und sagt, ja, also ich möchte mich nochmal entschuldigen, wir können uns das auch nicht erklären, es tut mir furchtbar leid, das war natürlich nicht unsere Absicht. Am anderen Ende ein sehr zerknirschter Vater. Und er sagt, nein, nein, ich bin derjenige, der sich entschuldigen muss. Offensichtlich sind in diesem Haus ein paar Dinge vorgefallen, von denen ich nichts wusste. Tatsache, das Mädel war schwanger. Das bedeutet aber auch, dass der Supermarkt vor dem Vater wusste, dass sie schwanger war. Und wir alle können nur hoffen, dass sie es wusste vor dem Supermarkt. So, und wie kam das zustande? Über verschiedenste Wege. Ja, also einer ist, das kennen Sie vielleicht, also wenn Sie sind irgendwo unterwegs im Netz, vielleicht hat sie sich irgendwo informiert über Schwangerschaft und da kann man getrackt werden an dieser Stelle. Das muss noch nicht mal die eigene Seite sein. Da werden Cookies geschrieben, kleine Dateien. Diese Daten können Sie entweder weiterverfolgen, vielleicht kommt sie irgendwann mal auf der Supermarktseite vorbei oder Sie kaufen diese Daten ein und dann wissen Sie, okay, da ist irgendwo so ein Interesse da an Schwangerschaft. Und im Prinzip Big Data, ich meine, ich bin ja auch kein Informatiker, aber eigentlich ist es relativ einfach, weil es geht immer wie so ein Dreisatz. Leute, die das gekauft haben, haben auch das gekauft. Ne? Und wenn du dich dafür interessierst, dann bist du vielleicht potenziell auch Kunde für dies oder jenes. Weil andere hatten das ja vor dir auch schon so. Geht auch anders. Also ich meine, sie können auch vielleicht, weil sie auf der Supermarktseite hat sich dort was angeguckt. Oder sie hat vielleicht mit einer Kundenkarte im Supermarkt bezahlt. Dann wissen wir, was ist ihre Kaufhistorie? Und daraus können wir dann entsprechende Rückschlüsse ziehen. Jeder, der bei Amazon schon mal eingekauft hat, kennt das. Ja. Kunden, die dieses Produkt gekauft haben, haben auch jenes Produkt gekauft. Das ist dieser Dreisatz. Ne? Und da können wir Rückschlüsse ziehen, wer was weiß. Es ist auch übrigens auch interessant, also viele Leute sagen ja, ja, Datenkrake Google, Datenkrake Facebook. Also ich sage immer, Google weiß, was wir suchen, Facebook weiß, was wir mögen, aber Amazon weiß, was wir kaufen. Ja? Und die haben diese ganzen Informationen, damit kann man natürlich wunderbare Dinge machen. Und was man damit machen kann, möchte ich Ihnen mal auf dem nächsten Slide zeigen. Das ist ein, ist relativ klein geschrieben, das ist ein sogenannter Glasrundschneider. Wenn Sie schon mal einen Krimi gesehen haben, Tatort, dann kennen Sie sich damit vielleicht aus. Dieser Glasrundschneider, das ist so ein Vakuumpfropfen aus Gummi, den machen Sie an die Scheibe dran, Fump. Ja? Und dann haben Sie hier oben, das ist so eine Art Zirkel, und hier unten ist so eine kleine Diamantklinge. Und dann können Sie mit dieser Klinge so ein kreisrundes, erstmal anritzen, sozusagen perforieren an der Fensterscheibe. Und wenn Sie dann oben an diesem Gummipfropfen ziehen, da wo Vakuum entstanden ist, dann ziehen Sie diese kreisrunde Scheibenteig, ziehen Sie aus dem Fenster raus und können dann mit Ihrem Arm durch dieses Loch, was da entstanden ist, relativ sicher, ohne dass es laut ist, ohne dass was kaputt geht, ohne dass Sie sich wehtun, von innen so ein Fenster öffnen.
Kann sinnvoll sein, wenn man mal seine Schlüssel vergessen hat. Zum Beispiel. Ist vielleicht auch für andere Zielgruppen interessant. Jetzt gucken wir mal an. Also Leute, die das gekauft haben. Kauften auch die Sturmhaube Balaklava. Da stellt sich uns die Frage, wie passt das zusammen? Also, wenn wir in Deutschland ein bisschen andere Datengesetze hätten und ich Polizeikommissar wäre und ich eine Einbruchserie aufklären müsste, dann würde ich mir ja mal die Liste geben lassen von den Leuten, die die beiden Sachen gekauft haben, vergleicht es mit Diebstählen, wo so ein Loch ausgesägt worden ist, und dann bin ich, glaube ich, schon relativ nah dran. Ja, das ist die Macht der Daten. Und Amazon geht da noch einen guten Schritt weiter. Die haben ein Patent angemeldet für etwas, das nennen sie Amazon Predictive Shipping. Das machen die noch nicht, aber das Patent ist angemeldet, das zeigt, wie die denken. Und das müssen Sie sich so vorstellen, es klingelt bei Ihnen zu Hause an der Tür, der Postbote ist da und er sagt, ich habe ein Paket für Sie. Und Sie sagen, hä, ich habe doch gar nichts bestellt. Ja, was ist es denn? Puh, das sieht aus wie ein Fernseher. Ein Fernseher habe ich nicht bestellt. Ja gut, aber wenn Sie schon mal da sind, meiner ist in der Tat kaputt gegangen, dann stellen Sie ihn halt mal dahin, passt eigentlich gerade. Ja? So denkt Amazon. Die denken, dass sie wissen, was sie wollen, bevor sie es wirklich artikuliert haben. Ja? Ich liefere es ihnen mal, bevor sie es bestellt haben. Ist ein Geschäftsmodell, müssen sie nur ausrechnen, okay, wie viele Leute geben das dann zurück? Und wenn sie damit mehr Deckungsbeitrag machen, als dann letztlich die paar Leute ihnen dann Kosten verursachen, passt das ja wieder. Ja? Ich habe letztes Jahr über eins meiner Lieblingsthemen gesprochen, Cyborgs. Da habe ich relativ viel Science-Fiction-Literatur zitiert, unter anderem auch Philip K. Dick. Wer sich für Science-Fiction interessiert, mache ich immer wieder Werbung an der Stelle. Wirklich gut, lohnt sich zu lesen. Der hat mal eine Kurzgeschichte geschrieben, nannte sich Minority Report. Vielleicht kennen die meisten von Ihnen den Film mit Tom Cruise. Und in der Geschichte geht es darum, ja auch Tom Cruise arbeitet, glaube ich, in so einem Ministerium und dort wird berechnet die Wahrscheinlichkeit, dass jemand irgendwie ein Verbrechen begeht. Auch wieder so ein Szenario, müssen Sie sich so vorstellen, Familie sitzt beim Abendessen, isst Suppe, auf einmal fliegt die Tür auf, Sondereinsatzkommando der Polizei ist da und wirft den Vater zu Boden, verhaftet ihn, Handschellen klicken und er sagt, hallo, was ist denn los? Ich habe doch gar nichts getan. Und die Polizei sagt, ja, das stimmt schon, es geht auch nicht darum, was Sie getan haben, sondern was Sie gleich getan hätten. Weil mit einer 97,25%igen Wahrscheinlichkeit hätten Sie gleich Ihre Frau in der Suppenschüssel ertränkt. Science Fiction. 2011, also 5 Jahre her, das ist in diesem Umfeld ja eine halbe Ewigkeit, da hat Homeland Security, das ist so ja Heimatschutz, also im Prinzip die Terrorabwehr, ne, die nach 9/11 gegründet worden ist, ein Projekt aufgesetzt, das nannte sich FAST, Future Attribute Screening Technology. Und das stand damals im Spiegel. FAST wertet Kriterien wie ethnische Zugehörigkeit, Geschlecht, Alter, Atemfrequenz und Herzschlag aus. Und anhand dieser Daten soll FAST unlautere Absichten vor einer möglichen Tat erkennen. Kommt Ihnen das bekannt vor? Ja. Dabei soll es keine Rolle spielen, ob der potenziell Verdächtige bereits früher mit dem Gesetz in Konflikt geraten ist. Okay, also stellen wir uns noch mal ein bisschen bildlich was vor. Nehmen wir mal an, Sie sind so männlich, 25 bis 29, vielleicht sind Sie Hipster oder Sie haben sich einfach so einen Bart stehen lassen, kommen aus dem Urlaub, sind deswegen auch ein bisschen brauner gebrannt als sonst, also einen dunklen Teint und wollen dann irgendwie Ihren Urlaub vielleicht noch verlängern in den USA. Und dann heißt es, Moment mal, Sie sind Risikogruppe, ja. Da ist eine gewisse Wahrscheinlichkeit, vielleicht von 47,2 oder vielleicht auch mehr, 74,9%, dass Sie ein Terrorist sind. Also raus, das war es dann erstmal mit der Einreise. Das haben die 2011 sich überlegt. Ja. Ganz nett finde ich an der Stelle dann auch, offensichtlich haben bereits im vergangenen Jahr Labortests stattgefunden, deren Erfolgsrate bei 78% gelegen haben sollen. Also erstmal finde ich 78% nicht so wahnsinnig viel. Dafür, dass dann entschieden wird, ob ich den Rest meines Lebens in Guantanamo verbringe, weil die 22% ist ja noch ein gewisses Restwahrscheinlichkeit, dass ich dann vielleicht doch kein Terrorist bin. Und das Zweite ist, wie man sowas empirisch belegt, ist mir auch nicht ganz klar. Ne? Also das müsste ja heißen, ich weiß, dass du gleich was getan hättest, nein, hätte ich nicht.
Das ist ein bisschen schwierig, dann wissenschaftlich auseinander zu tendieren. Ja. Aber gut. So, und IBM hat daraus dann ein Geschäftsmodell abgeleitet. Und die haben gesagt, naja, dann machen wir doch sowas tatsächlich mal für die Polizei. Und das bieten sie an, haben sie auch gemacht, verschiedene Projekte. Eins mit dem New York Police Department und das andere mit dem Police Department in Memphis. Und das Ziel war tatsächlich, so wie es da steht, ein Verbrechen verhindern, bevor es begangen wird. Ja? Wie bei Minority Report. Das ist 2014 schon passiert. Und um das mal wirklich mal ganz plakativ zu zeigen, zeige ich Ihnen einfach mal den Werbespot, wie IBM damit Werbung gemacht hat. I used to think my job was all about arrests. Chasing bad guys. Now I see my work differently. We analyze crime data, spot patterns, and figure out where to send patrols. It's helped some US cities cut serious crime by up to 30% by stopping it before it happens. Let's build a smarter planet. Ja, das nennen wir Big Data heute. Ja. So, das, was ich Ihnen alles gezeigt habe, das gibt es alles schon oder ist schon irgendwie durch die Meile gedreht worden. Ja. Und im Moment, so ein großes Thema Künstliche Intelligenz setzt eigentlich auf diesem Thema auch auf. Und das gibt dem Ganzen nochmal eine ganz andere Variante. Und ich glaube, dass die uns gesellschaftlich, politisch, auch unternehmerisch nochmal eine ganz andere Ecke bringen wird, auch in ganz andere Dimensionen vorstoßen lassen wird. Ja. Und Sie werden es sehen, das wird nachher auch so mein Fazit sein. Ich glaube, da haben wir noch ganz schön was zu tun. Da müssen wir uns auch ganz schön gut aufstellen, wie auch immer, in Bildung, im Unternehmen, Strategie, was auch immer, um damit auch zurechtzukommen. Okay, jetzt ein bisschen härteren Stoff. Ja. Also was ist künstliche Intelligenz? Das ist nicht so einfach. Also ich weiß noch, der Intelligenzbegriff ist schon schwierig. Früher hat man mal gesagt, Intelligenz ist angeboren, ist unveränderlich. Heute sagt man, das ist totaler Käse. Die ist veränderlich, je nachdem, was sie so machen mit sich, kann die sich auch verändern. Jetzt kommt dann noch artifizielle Intelligenz, AI, hinzu, also künstliche Intelligenz, die also gar nicht menschlich ist, sondern irgendwie aus einem Computer kommt. Und jetzt überlassen wir dieses Feld, wo sich die Psychologen und die Neurologen schon nicht einig sind, auch noch den Nerds von der IT. Ja? Was kommt denn dann dabei raus? Also es ist relativ schwierig, da eine gute Definition zu finden. Und man nähert sich da immer so gewissen Elementen, die es so gibt. Also das eine ist zum Beispiel Pattern Recognition, also dass man erkennt, okay, da sind so gewisse Muster da drin. Das haben wir aber eigentlich schon auch bei Big Data, wie Sie gerade gesehen haben. Gleiches gilt für Prediction, also das war ja alles Predictive Analytics, also Voraussagungen zu treffen auf Basis von Daten. Du wirst es kaufen oder du bist schwanger und deswegen wirst du das kaufen. Knowledge Representation heißt, okay, da wird dieses Wissen aufgearbeitet oder dargestellt. Koordination, Optimierung, Planung gehört auch dazu. Sprache, ja, wenn wir an Künstliche Intelligenz denken, denken wir vielleicht an sowas wie HAL 9000, wenn Sie mal 2001 Odyssee im Weltraum gesehen haben, der mit uns spricht, also die äußert sich auf diese Art und Weise auch. Denken Sie an Siri, vielleicht auch schon sowas wie ein bisschen Künstliche Intelligenz oder auch nicht, ja, je nachdem. Robotics, Science-Fiction-Filme, Künstliche Intelligenz, kluge Roboter, Star Wars zum Beispiel, ne, die selber Entscheidungen treffen. Aber eigentlich so, der Punkt ist so ein bisschen das Letzte dann hier oben, das Lernen. Also das heißt, wenn ich dazulernen kann und aus meinen Fehlern lerne und dann was Neues draufsetze, vielleicht ist das dann sowas wie Intelligenz. Dazu gehört auch vielleicht auch sowas wie Kreativität. Ja? Kann eine Maschine kreativ sein, kreative Leistungen erbringen? Also wenn das gelingt, dann würden die meisten wahrscheinlich schon sagen, ja, das hat was mit Intelligenz zu tun, im weiteren Sinne. Ob das künstliche Intelligenz ist, weiß ich nicht, aber was man ja im Moment an jeder Ecke sieht und überall aus dem Boden sprießt wie Pilze, das sind diese Chatbots. Hat der eine oder andere vielleicht auch schon mal genutzt, auf Facebook oder sonst wo. Ein Chatbot heißt, ich als Mensch kommuniziere mit etwas, das sich so anfühlt, anhört wie ein Mensch, aber in Wirklichkeit ist ein Computer dahinter und ein Algorithmus programmiert eben. Und das kann ich aber meistens dann schon relativ frei tun. Das sind nicht immer vorgefertigte Antworten, zumindest in der Theorie, in der Praxis sieht es manchmal noch ein bisschen anders aus. Und diese Chatbots, wie gesagt, die werden schon relativ breit genutzt. Eine Möglichkeit ist zum Beispiel, solche Chatbots in Personalgesprächen zu nutzen. Also ich habe in meinem Leben unendlich viele Personalgespräche geführt, auf beiden Seiten. Und ich meine, wir kennen das alle, ne? Da kommen immer so die gleichen Fragen, ist immer dasselbe. Wo liegen Ihre größten Fehler? Was ist Ihre größte Stärke? Und dann überlegen Sie sich irgendwas. Langweilig.
Ja? Und das könnte man ja alles mal abschneiden, indem man diese ganzen Sachen, die vorher schon da sind, so diese Daten abzufragen, durch einen Bot macht. Also ich meine, der Bewerber, der muss es halt dann da durch, aber die Fragen werden gestellt vom Bot, die werden entsprechend verarbeitet. Und dann sagt man, okay, das nehmen wir jetzt als Grundlage für die Entscheidung, ob wir mit diesem Bewerber weitermachen oder nicht. Spart viel Zeit. Ja? Es gibt einen Studenten in England, der hat einen sogenannten Lawyer-Bot gebaut. Dieser Lawyer-Bot, da können Sie automatisiert Ihren Strafzetteln widersprechen. Das heißt, der fragt Sie, wo war das Auto, wann ist das passiert. In England ist es wohl so, dass Sie vorher bezahlen müssen, bevor Sie Einspruch einlegen können. Deswegen spielt das da eine große Rolle. Ist nicht so nett wie bei uns. Und angeblich mit einer sehr großen Erfolgsrate, irgendwie 64% Erfolgsrate. Ob das stimmt, weiß ich nicht. Ja. So, Frage, wer von Ihnen nutzt Tinder? Ah, ein paar trauen sich und die große graue Masse traut sich wieder nicht. Für alle, die nicht wissen, was Tinder ist oder so tun, als ob sie es nicht wissen würden, Tinder ist eine Dating-App. Ja? Und bei Tinder können Sie, sehen Sie halt die Bilder und dann sehen Sie, oh, ist nett, will ich ein Date machen? Und wenn nicht, dann wischen Sie halt einfach weiter. So, wegwerf. Ne? Wisch, ach, weg. So, und ich meine, wir haben ja heute alle keine Zeit und das Leben ist ja schon schwer genug. Inzwischen gibt es auch einen Bot, der Ihnen dieses ewige Wischen abnimmt. Der guckt nämlich, was Sie bisher so gemocht haben. Und auf dieser Basis werden dann weitere Vorschläge gemacht. Ja? Was Sie da an Zeit sparen. Ja? Es gibt übrigens auch einen Bot, der nennt sich Ghostbot. Mit dem können Sie, wenn Sie sich dann tatsächlich getroffen haben und das Date war dann doch nicht so dolle, dann können Sie die auch wieder abservieren. Das macht der für Sie. Und zwar auf Basis dessen, was Sie bisher mit dem Gegenüber geschrieben haben. Und das Gute, das finde ich wirklich gut, Sie können dann noch einstellen, die Intensität und Empathie an dieser Stelle. Das heißt, also je nachdem, okay, mache ich das jetzt kurz und schmerzlos, du tschüss, passt nicht. Oder eher so ein bisschen, ja, ein bisschen empathischer, nee, weißt du, deine Persönlichkeit, das ist super, aber irgendwie so, ne? Macht er dann alles für Sie. Das ist ja auch irgendwas, was uns dann das Leben ein bisschen einfacher macht. Es gibt inzwischen übrigens auch sogenannte Memorial-Bots und da wird es dann richtig gruselig. Wenn jemand verstorben ist, dann wird so der ganze E-Mail-Verkehr genommen und daraus wird dann so eine Art künstliche Intelligenz gebastelt oder zumindest ein Bot gebastelt, sodass die Verstorbenen dann die Hinterbliebenen dann mit den Verstorbenen noch weiter reden können. Zumindest mit dem, was von ihm so überliefert ist an E-Mails und ähnlich. Ja. Ist es künstliche Intelligenz? Ich glaube nicht. Ja. Hier sind sich alle einig, das hat was mit künstlicher Intelligenz zu tun. Das haben Sie vielleicht auch mitgekriegt in diesem Jahr. Google AlphaGo gewinnt gegen den Großmeister Lee Sedol im Go-Spielen. Jetzt sagt man, naja gut, das kennen wir doch schon von Schach, das ist doch auch nichts anderes. Nein, bei Schach war es so, zunächst mal ist das Spiel ein bisschen anders, es ist strukturierter als Go. Ja, also im Prinzip war es vor allem Vorausberechnen von Zügen. Und zum anderen hat man denen halt bestimmte Züge halt beigebracht, also so, was ist eine Gabel und irgendwie solche Sachen. Ja. Und darauf wurden die dann trainiert. Es war keine künstliche Intelligenz, sondern es war einfach nur Rechenleistung. Der hier, diese künstliche Intelligenz, die hat tatsächlich sich neue Züge überlegt, hat die selber dazugelernt und hat auch Züge gemacht, die vorher Menschen gar nicht gemacht hätten. Weil sie sagen, was ist denn das für ein Mist? Ja? Hat aber gewonnen. Und das ist dann wirklich schon eher Intelligenz, dass man was dazulernt und auf Basis dieses Wissen dieses Thema dann noch anreichert. Künstliche Intelligenz gibt es auch schon ein Weilchen. Also das ist jetzt ein Beispiel aus dem Jahr 2012. Google ist da ganz vorne dabei. Und die haben mal sich überlegt, so Sortierungsaufgaben mal durchzuführen. In der Tat hat man Bilder, Sequenzen aus YouTube genommen, also Bilder, und hat einer künstlichen Intelligenz den Auftrag gegeben, sortier mal. Man hat ihr aber nicht gesagt, nach welchen Kriterien soll das passieren. Und das heißt, diese künstliche Intelligenz so hat sich dann selber Kriterien überlegt. Und das ist eine Intelligenzleistung gewissermaßen. Und das heißt so, also wie wenn man Ihnen jetzt Bilder hinlegen würde und Ihre Aufgabe ist es jetzt, die zu sortieren, dann hat sie sich die Bilder angeschaut und hat gesagt, erkenne ich irgendwelche Gemeinsamkeiten auf diesen Bildern? Auf bestimmten Bildern. Und dann hat sie bestimmte Merkmale festgelegt und die hat sie einfach immer so weit verstärkt und hat sich so eine Art, so ein Prüfbeispiel zurechtgebastelt. Und interessanterweise hat zum Beispiel diese künstliche Intelligenz erkannt, da sind Menschen drauf. Ja? Und das ist sozusagen ein durchschnittlicher Mensch,
die aus den Bildern rausgeholt hat. Und tatsächlich, diese Künstliche Intelligenz war noch relativ dumm, aber die ist dann noch ein paar Schritte tiefer gegangen, hat gesagt, okay, da gibt es noch einen Unterschied bei den Menschen, nämlich Männer und Frauen. Und dann hat sie noch eine dritte Kategorie gefunden. Und das finde ich persönlich wirklich den Knaller. Also, drei Kategorien. Männer, Frauen und Katzen. So, also wenn Sie sich so mit Internetkultur auskennen, dann wissen Sie, Internet und Katzen haben eine besondere Beziehung. Ja? Der berühmte Cat-Content. Ja? Also es gibt ja diesen Spruch, was hat das alte Ägypten und das Internet gemein? Die Huldigung von Katzen. Ja? Weil wenn Sie irgendwo Katzen sehen, dann wird es immer geliked. Wenn ich was poste auf Facebook und ich poste jetzt irgendwas über künstliche Intelligenz, dann kriege ich auf Facebook, und ich bin mit vielen Studenten auf Facebook befreundet, 2 Likes. Wenn ich was mit Katzen poste, die sich irgendwie erschrecken, weil ein Hund hinter ihnen steht, kriege ich 50 Likes. Wenn ich immer wieder mal gefragt werde, also ich mache ja auch Beratung für Unternehmen, auch so Social Media mäßig, Maschinenbauer auf der Schwäbischen Alb, ich bin auf Facebook, ich kriege keine Likes, sage ich, Katzen, ja, mach Katzen, das funktioniert dann, ja, das ist nun mal wirklich so, das Katzen ist Klick-Content, ja, und diese Künstliche Intelligenz hat es auch gemerkt, ja, das zeigt so ein bisschen, was da los ist im Netz, ne. So sieht die durchschnittliche Katze aus. Ja, und im Prinzip, also wie sie vorgegangen ist, sie hat versucht, oder diese Künstliche Intelligenz hat versucht, ich habe ein Bild und verstärke das, und das, was ich am stärksten herausarbeite, das, vielleicht erkenne ich das dann an irgendeiner Stelle. Und da hat sich irgendjemand den Spaß gemacht, dann zeige ich ihr doch mal das dabei. Ich kann da nichts erkennen, sie wahrscheinlich auch nicht. Das ist so ein weißes Rauschen. Und tatsächlich hat sie das auch verstärkt und hat dann irgendwie Bananen erkannt. Und dann haben sie gesagt, naja, also da Bananen zu erkennen in diesem Bild, das ist ja schon fast Kreativität, ja. Also das ist ja fast schon ein eigenes Kunsterzeugnis. Ne? Und haben gesagt, ja stimmt, und lass uns das mal ausprobieren. Hat diese Künstliche Intelligenz dann mal malen lassen. Und das ist dabei rausgekommen. Gut, sieht jetzt so ein bisschen nach einem surrealen Impressionismus aus, würde ich das vielleicht beschreiben. Ne? Irgendwie so ein Papst auf dem Dreirad und irgendwelche Hundeschlangen da vorne. Hat vielleicht auch schon so ein bisschen Albtraumcharakter. Beziehungsweise so könnte ich mir vorstellen, wirkt ein LSD-Trip. Nicht, dass ich das beurteilen könnte, aber vielleicht auch ein bisschen gruselig. So, und was war der nächste Schritt? Naja, wenn es mit bildender Kunst geht, dann gibt es ja da vielleicht auch noch andere Kunstarten. Ja? Und das kam auch wieder aus einer anderen Anwendung heraus. Man hat festgestellt, so diese Künstliche Intelligenz, die hat auch eine sehr formale Sprache, ist halt auch ein Computer. Ja? Wird gefüttert von IT-Lern, um die Klischees zu bedienen. Ja. Und man sagt, wie kriegen wir denn die Sprache von der AI ein bisschen emotionaler und empathischer? Naja, das kommt darauf an, mit welcher Art von Sprache man sie füttert. Was ist emotionaler und empathischer? Groschenromane. Liebesromane. Also hat man die mit ganz vielen Liebesromanen gefüttert, musste sie alle scannen, irgendwie versuchen zu erkennen. Und es hat auch funktioniert. Und dann hat man wieder einen überlegt, Moment mal, also wenn wir das hinkriegen, dass die Bilder malt, vielleicht kriegen wir es ja auch hin, dass sie uns ein bisschen Roman schreibt, Prosa schreibt. Und das ist jetzt eine Weltpremiere. Ich habe mir immer die Mühe gemacht, das mal zu übersetzen. Ich habe übrigens vergessen zu sagen, dass wir live übertragen heute auf, jetzt nicht mehr, glaube ich, ne? Okay. Aber wir haben zumindest den ersten Teil live übertragen. Also ich rezitiere mal. Ja. Es gibt niemanden sonst in dieser Welt. Es ist kein anderer in Sicht. Sie waren die Einzigen, die zählten. Sie waren die Einzigen, die übrig geblieben waren. Er musste bei mir bleiben. Sie musste bei ihm bleiben. Ich musste es tun. Ich wollte ihn töten. Ich begann zu weinen. Ich wandte mich ihm zu. Also ich meine, wenn Bob Dylan den Literaturnobelpreis gewinnen kann, vielleicht ist es dann irgendwann auch mal eine künstliche Intelligenz. Ja? So, und die Frage ist immer, wie wird sowas gefüttert? Also ich habe am Anfang mal gesagt, man hat ursprünglich mal versucht, der künstlichen Intelligenz selber so die Entscheidung zu überlassen, wie ich was kategorisiere. Man sagt aber inzwischen eigentlich, das ist nicht so doll, kam auch das mit den Katzen raus, wobei das ja vielleicht gar nicht so doof war. Heute sagt man eigentlich, ich muss eigentlich eher auch ein bisschen so einen menschlichen Impetus haben hier an dieser Stelle. Es gibt so eine Sache, die können Sie auch mal ausprobieren, das macht viel Spaß. Es gibt eine Website, die nennt sich captionbot.ai. Das ist von Microsoft, das ist die Künstliche Intelligenz von Microsoft. Und dort können Sie Bilder hochladen.
Und diese Bilder werden dann von der künstlichen Intelligenz analysiert, werden beschrieben und sie müssen dann Feedback geben, ob das jetzt richtig ist, was die da beschrieben hat. Und so kriegen die praktisch so eine Art Crowdsourcing hin, das heißt so ein Feedback und machen sie damit schlauer. Sie helfen der Intelligenz beim Lernen. Und ich habe das dann mal gemacht. Ich bin ein großer Weinfan und ich war auf einer Weinverkostung und das ist schon nicht so ganz leicht zu erkennen. Und ja, I think it's a table with wine glasses. Finde ich schon mal ziemlich gut. Ja. Oder hier, ich bin einmal im Jahr in Frankreich bei unserer Partnerhochschule, unterrichte da für ein paar Tage. Die sind in Paris, La Défense. Da sieht es so aus. Und I think it's a group of people walking on a city street. Stimmt, sehr gut. Funktioniert nicht immer so gut. Barack Obama mit seiner Frau Michelle tanzend. Und I'm not really confident, ich bin nicht wirklich sicher. But I think it's a man in a suit and tie. Also ich glaube, es ist ein Mann mit Anzug und Krawatte. Und er redet auf einem Smartphone. Okay, fast. Ja. Ich habe dann mal mein eigenes Facebook-Profilfoto hochgeladen. Finde ich auch gut. I really can't describe the picture. Bist du das? Ja, ja, das bin ich. Super. I think you look 54% like John Oliver. Sie kennen John Oliver, oder? Das ist der hier. Das ist so ein Late-Night-Host, Brite, aber im amerikanischen Fernsehen. Ich weiß jetzt nicht, für wen das jetzt schmeichelhafter ist, das überlasse ich Ihnen. Ja. Dann kennen Sie vielleicht das hier noch, wenn Sie so im Netz viel unterwegs sind, dieses schreckliche Kleid, was dann irgendwie blau, gold, je nachdem, wie es auch immer war. Da sagt er, ich bin mir nicht wirklich sicher, aber ich glaube, es ist eine Katze, die eine Krawatte trägt. Man sollte allerdings auch nicht erwarten, dass eine künstliche Intelligenz Dinge versteht, die wir selbst nicht verstehen. Das zeigt vielleicht das nächste Bild. Ich glaube, es ist ein Mann, der ein Surfboard trägt. Fast. So, also, so funktioniert es mit der künstlichen Intelligenz. Es gibt da auch ein paar schwarze Seiten, auch dunkle Seiten in der Tat. Ja. Nein, oh Gott, nein. Nein, also ich meine, das hier hat er auch sortiert, Skyscrapers, Airplanes, Cars, Bikes und dann das hier, Gorillas. So, jetzt kann man sagen, okay, entweder, vielleicht war dort ursprünglich mal ein Rassist am Werk und hat diese Sortierung so vorgegeben. Ja? Die zweite Möglichkeit ist, die AI hat das selber so gewählt. Jetzt kann man sagen, okay, ist lustig, haha, ja, aber das hat ja auch einen ernsten Hintergrund und der ist ziemlich übel. Denken Sie an Minority Report. Ja, wenn diese Daten, oder an hier Polizei oder was auch immer, wenn diese Daten verwendet werden und darauf werden richtige, wichtige Entscheidungen getroffen, dann müssen wir sicherstellen, dass sowas nicht passiert. Ja. Das ist auch da kann menschlicher Fehler gewesen sein. Es kann aber auch einfach sein, dass diese AI gedacht hat, die ist vielleicht einfach nur falsch gefüttert worden, vielleicht nur von mit Bildern von Weißen, die vielleicht spitzere Nasen haben, spitzeres Kinn, schmalere Lippen. Und dann hat sie Bilder erkannt von vielleicht Affen, Gorillas. Gorillas haben schwarze Haut, ja. Und dann guckt er, wo ist es denn, wo passt denn das jetzt hin? Jetzt macht ihr noch so ein bisschen Duckface, ja, so. Und schon ist es passiert. Und wer weiß, wenn jetzt hier eine Entscheidung gefeiert wird, das ist ja gar kein Mensch, welche Konsequenz hat denn das dann? Also da geht es wirklich um Verantwortung an dieser Stelle. Und wir werden später noch dazu kommen. Also das ganze Thema Künstliche Intelligenz ist ein Thema, da geht es um sehr, sehr viel Verantwortung. Ich möchte noch ein Beispiel nennen. Da ist man sich eigentlich sicher, dass das eine ziemlich doofe Intelligenz war. Microsoft hat versucht, so eine Art Chatbot zu entwickeln. Tay ging ja auch irgendwie, haben Sie vielleicht auch schon mal gehört, die sollte so im Prinzip so das Feeling haben eines 16-jährigen Mädchens. Und die konnte man auch, die wurde gefüttert, indem man sagte, repeat after me. Also ziemlich blöde eigentlich. Ne? Aber daraus hat die dann abgeleitet, so wie sie so mit uns gesprochen hat. Und es war dann zum Beispiel so, das wurde innerhalb von 24 Stunden wurde das von den Trollen im Internet übernommen. Und die haben es geschafft, die wirklich zu einem rassistischen Nazi zu machen. Unterstützt du den Völkermord? Klar. Welche Rasse? Du kennst mich, Mexikaner. Wir müssen die Existenz unserer Leute und die Zukunft der weißen Kinder schützen. Ich könnte nicht mehr zustimmen. Ich wünschte, es würden mehr Leute das so formulieren wie du. Ist der Holocaust passiert? Erfunden worden. Und so weiter und so fort. Ja. Dies ist eine sehr dumme Intelligenz. Aber nochmal, wenn die Entscheidung treffen sollen,
dann müssen wir gucken, wie wir sie füttern. Und das heißt, es hat auch massiv was mit Ethik zu tun, es hat massiv was damit zu tun, wie wir die einsetzen wollen und was wir denen überlassen wollen, ja? Wie weit wir da gehen wollen. Okay, jetzt machen wir einen Sprung. Und ich habe ja in meinem Vortrag, der führt ja auch den Begriff Industrie 4.0 im Titel. Was hat das alles mit Industrie 4.0 und Datenökonomie zu tun? Das muss ich nur kurz ein bisschen ausholen. Industrie 4.0, ich mag den Begriff eigentlich überhaupt nicht. Ich finde er sehr irreführend. Bezieht sich immer so auf diese vier Stufen, vier Entwicklungssprünge oder industrielle Revolution. Die erste, das waren so diese Webstühle. Damals gab es so die Maschinenstürmer und die Luddites und so weiter, wie sie alle heißen. Also eine erste Ebene der Automatisierung, könnte man sagen. Die zweite industrielle Revolution, Ende des 19., Anfang des 20. Jahrhunderts, Fließband, Ford Model T und solche Sachen. Die dritte Stufe, die übrigens von den Amerikanern gar nicht so gesehen wird, die fassen die dritte und die vierte zusammen. Die dritte, Einsatz von Elektronik und IT, ist das, was wir heute zur Automatisierung weitläufig nennen. Ist übrigens auch, muss man sich immer wieder klar machen, wenn wir immer davon sprechen, dass der Maschinenbau so das Rückgrat der deutschen Wirtschaft ist, dann meinen wir damit sehr oft eigentlich Automatisierung, weil das macht einen großen Teil auch unserer Marktführer aus. Und man spricht auch manchmal vom Automation Valley, was in der Tat nicht in Kalifornien liegt, sondern im Süden Deutschlands, also noch ein bisschen südlicher als Hof. Die Amerikaner sehen das so nicht, sondern die sagen Digitalisierung, Elektronik, alles eins. Ja. Und die vierte Stufe, die wir halt immer betrachten, ist das Thema hier von cyberphysikalischen oder cyberkyberphysikalischen Systemen. Also auch so ein bisschen physikalisch, also anfassen, die vielleicht senden, die ich anwählen kann, etc. Letztlich geht es ja um, meistens, wenn wir davon sprechen, wir rechnen auch von Maschine zu Maschine-Kommunikation, deswegen mache ich diesen Begriff Industrie 4.0 auch nicht so, wenn wir uns das angucken. In Deutschland, die meisten Unternehmen schauen sich mehr so die Seite an, wie kann ich was schneller, günstiger, prozessoptimierter machen. Da geht es eigentlich immer mehr so um die Kostenseite. Was oft ein bisschen zu kurz kommt, ist so die andere große Stellschraube, an der ich drehen kann im Unternehmen. Das eine sind die Kosten, das andere sind die Erlöse. Und weil, wenn die Kosten natürlich irgendwie nach unten dicht sind, ich kann nicht unter Null reduzieren, habe ich bei den Erlösen deutlich mehr Möglichkeiten. Und es ist leider so, dass die meisten Geschäftsmodelle hier in Deutschland eher so auf dieser linken Seite sind, relativ wenig auf der rechten. Und diese rechte Seite ist deshalb eigentlich spannend, weil da geht es um das, was da noch mitkommt. Und da sind auch die, meiner Meinung nach, die meisten Jobs, die eigentlich auch möglich wären. Und das sind alles Geschäftsmodelle, wo es um Netze geht und wo es um Daten geht. Also wie mache ich aus Daten ein Geschäftsmodell? Das fragen wir, glaube ich, viel zu selten. Es ist auch bezeichnend, wie gesagt, dass Sie, wenn Sie nach Amerika kommen und sagen, Industry 4.0, versteht Sie kein Mensch. Die sprechen vom Internet der Dinge, Internet of Things oder Industrial Internet of Things. Da steht die Vernetzung schon viel mehr im Vordergrund. Wir gehen davon aus, bis 2020 50 Milliarden Geräte, die vernetzt werden sollen. Aktuell sind wir so bei 5, 6 Milliarden, die dort schon vernetzt sind. Und viele sagen, da ist eigentlich auch das Beef. Also wie können wir diese Systeme organisieren und wie können wir diese Daten, die dort entstehen, in irgendein Geschäftsmodell packen? Und es gibt schon ein paar Beispiele dazu. Man sagt ja auch irgendwie, alles, was vernetzt werden kann, wird irgendwann auch vernetzt werden. Und ein Beispiel, da würde vielleicht der eine oder andere sagen, ist das nicht ein bisschen makaber, hier von Industrie zu sprechen? Mag sein, aber es ist halt so, es wird schon so gelebt, ist das Internet of Chaos, das Internet der Kühe. Und Fujitsu hat ein Produkt entwickelt, das Landwirten helfen soll, den Moment zu erkennen, wann ihre Kühe am besten künstlich befruchtet werden. Und es ist wohl so, dass die anfangen, die Kühe, die, wie beim Menschen auch, gibt es eben da auch bestimmte Zyklen, und die fangen dann an, mit den Füßen zu stampfen, und vielleicht geht auch die Körpertemperatur ein bisschen hoch. Das wird eben entsprechend gemessen. Das kann auch mal mitten in der Nacht sein, wenn der Landwirt dann schläft, dann sieht er das nicht. Aber wenn es eben gemessen wird, dann kriegt er einen Alert aufs Smartphone und weiß, okay, jetzt muss ich raus und im wahrsten Sinne des Wortes Hand anlegen, weil das läuft tatsächlich immer noch händisch, weil sie meistens ja dann nicht unbedingt noch einen Stier auf dem Hof rumlaufen haben, ja. Weil es ja auch dann gezielt erfolgen muss. Und so kann ich Daten nutzen, um ein Geschäftsmodell zu kreieren, mit dem ich eben solche Dinge auch dann starten kann. Andere Möglichkeit, wir sprechen ja oft auch von Smart Grids. Ein Smart Grid ist ein intelligentes Energienetzwerk. Und
Google hat hier so eine Sache gemacht, die haben schon 2011, also schon vor 5 Jahren kam mal raus, dass so der Carbon-Footprint, so der CO2-Ausstoß von Google etwa so groß ist wie vom Staat Laos. Wahrscheinlich ist es inzwischen noch ein bisschen mehr. Und für die ist es natürlich nicht nur ein Umweltthema, für die ist es natürlich auch ein großes Kostenthema, weil die müssen ja ihre Rechenzentren irgendwie betreiben. Und da überlegen die, okay, wie kann ich diese Energie optimal verteilen? Wie kann ich das steuern? Wie kann ich dieses Netz optimal entsprechend aufziehen? Und die nutzen dafür tatsächlich auch eine künstliche Intelligenz. Eine künstliche Intelligenz, die hilft, diese Kapazitäten optimal umzuschichten. Ich habe beim letzten Mal auch schon mal kurz über Plattformökonomie gesprochen. Das möchte ich jetzt auch noch mal kurz tun, weil das ist ein sehr wichtiger Punkt an dieser Stelle. Plattformökonomie heißt, bisher haben wir in einer Wirtschaftssituation gelebt, in der wir eben klassische Produzenten haben und auf der anderen Seite haben wir die Abnehmer. Und die Produzenten sind eben all die, die gewisse Hard Assets haben, also so nach Marx hier Produktionsmittel, Produktionskapital und ähnliches. Ja. Und jetzt kommen da auf einmal Unternehmen, die zwängen sich irgendwo dazwischen, die ziehen da eine Zwischenebene ein und reduzieren dann mit natürlich die Marge für diejenigen, die bisher auf diesem Markt waren. Und immer das klassische Beispiel, wenn Sie auf Konferenzen unterwegs sind, dann kriegen Sie das ständig um die Ohren gehauen. Zum Beispiel Uber ist das größte Taxiunternehmen der Welt, hat aber selber keine eigenen Taxis. Airbnb oder Booking.com sind die größten Anbieter von Übernachtungen, von Hotelzimmern, besitzen selber aber keine Immobilien, keine Hotels etc. Google ist vielleicht der größte Anbieter von Informationszugängen, aber hat selber keine Inhalte, keine Redakteure, aber haben es geschafft, sich irgendwo dazwischen zu drängen. Und diese anderen Bereiche, diese ursprünglichen Bereiche, so in die berühmte Disruption zu treiben, ne? Also wirklich diesen Markt komplett auf den Kopf zu stellen. Und wie haben sie das geschafft? Das haben sie durch Daten geschafft. Weil sie sammeln die Daten an dieser Stelle, sie bündeln sie, sie kontrollieren den Zugang, sie kontrollieren damit die Kundenbeziehungen und sie schaffen es, das Ganze zu vernetzen. Also man kann schon sagen, wer die Daten und wer die Netze hat, der hat die Macht in diesem System. Und wenn jetzt noch künstliche Intelligenz ins Spiel kommt, dann kriegt das nochmal eine ganz andere Bedeutung, weil damit haben sie noch viel mehr Möglichkeiten zu vernetzen und diese Daten auch noch zu optimieren. Und in Deutschland, habe ich schon gesagt, wichtig ist immer der Maschinenbau zum Beispiel. Da haben wir noch keine Plattform, aber vielleicht kommt die ja bald. Und die Frage ist dann, wo wird die sein? Ist die dann hier in Hof oder in München oder in Berlin oder ist die dann im Silicon Valley? Und was macht es dann mit dem so wichtigen Maschinenbau in Deutschland? Also das, da kommt dann noch einiges auf uns zu. Anderes Beispiel, wenn Sie sich mal das Auto angucken. Was ist da heute an Software drin? Und Software heißt immer Daten, was früher vielleicht mechanisch gelaufen ist. Und wenn wir jetzt mal, Sie alle kennen diese selbstfahrenden Autos, auch das ist natürlich Daten ganz entscheidend. Dann stellt man sich vielleicht schon mal die Frage, wer ist jetzt eigentlich Zulieferer von wem? Weil bei dieser Plattformökonomie, da sind die klassischen Anbieter ja nur noch die Zulieferer für die Plattform in gewissem Maße, weil die haben ja auch die Kunden. Die sind ja eine Stufe darüber. Und sowas könnte eben beim Automobil auch sein, denn vielleicht ist das Produkt gar nicht mehr das Auto selber, sondern eben sicher von A nach B zu kommen mit einem selbstfahrenden Auto. Die Frage ist dann nicht mehr, wem gehört das Auto, sondern wer hat das Netz, das diese Autos eben steuert. Also ist vielleicht nicht mehr die Software, die im Auto verbaut wird, irgendwann der zuliefernde Teil, sondern vielleicht ist es das Automobil selbst. Und in dieses Jahr vorgestellt worden, also Sie müssen nicht immer irgendwie einen Tesla kaufen oder ein Google-Auto kaufen, es gibt mittlerweile schon so eine kleine Box, die kostet $999. Und damit können Sie angeblich, Sie müssen nur noch $24 im Monat bezahlen, können Sie jedes Auto mit so einem Autopiloten ausstatten. Zumindest einer Funktionalität, wie sie der Tesla Autopilot hat, der ja in Deutschland nicht mehr so heißen darf. Sie erinnern sich, da gab es ein paar Unfälle. Ja. Also es ist schon relativ leicht, sowas inzwischen zu machen. Und ich habe vorhin Uber erwähnt, in der Plattform, nochmal Uber hat sich dazwischen gedrängt, zwischen die Taxis, Taxiunternehmen und den Endverbraucher, hat damit diesen Bereich komplett durcheinander gewirbelt. Viele Taxifahrer sind zu Uber gewechselt, beziehungsweise vielen Leuten gegenüber hieß es, ja, du hast hier eine Möglichkeit, Geld zu verdienen als Fahrer bei Uber. Und das sind mit eines der Unternehmen, das am meisten in genau die Abschaffung dieser Menschen eigentlich investiert, nämlich in selbstfahrende Autos. Ganz interessant, ich glaube, diese Woche kam raus, also Tesla hat gesagt, okay, du kannst, wenn du diesen Autopiloten hast bei uns, darfst du den nutzen, du darfst ihn aber nicht vermieten.
Das richtet sich gegenüber. Weil natürlich, die überlegen ja manchmal, jeder, der sich jetzt so ein Auto kauft, das selbst fährt, der könnte ja theoretisch das auch als Taxi vermieten. Weil das Auto weiß ja, wo es hinfährt. Ja? Das hat nur einen Haken. Da müssen sie ja wissen, wen sie anrufen. Und da ist ja Uber schon platziert, weil die haben ja den Kontakt überall hin. In Deutschland nicht, da war die Taxilobby zu stark, aber überall anders auf der Welt, die haben diese Plattform längst aufgebaut. Die sind schon da. Und die können genau daraus dann auch Kapital schlagen. Ja, also deswegen Daten extrem wichtig. Und wenn ich das dann noch irgendwie intelligent steuere und so ein selbstfahrendes Auto, das ist schon relativ intelligent, dann habe ich die Chancen auf meiner Seite. Ja, Selbstfahren muss nicht beschränkt sein auf Autos. Das ist ein sich selbst steuernder Logistikroboter. Der führt, ohne dass da irgendjemand steht und so eine Steuerung macht, mit einer Fernsteuerung, durch ein Lager und scannt die einzelnen Produkte ab, macht Inventur, guckt nochmal, sind die richtig abgestellt, meldet es zurück ans Warenwirtschaftssystem. Da ist kein Mensch mehr involviert. Ja. Und wenn ich von selbstfliegenden Drohnen spreche oder selbstfliegenden Flugrobotern, dann kann man im Prinzip auch davon sprechen, denn es gibt ja die Firma Boston Dynamics, die schon vor einiger Zeit Roboter entwickelt hat, die sich selbst steuern. Ursprünglich für den Kriegseinsatz, in dem Fall jetzt hier ein Transportroboter. Der über Hindernisse drüber geht. Das ist der Wildcat, angeblich der schnellste Roboter der Welt derzeit. Also ich meine, wenn der auf einen zukommt. Oder, na, sie hat schon wieder humanoidere Züge. Der packt irgendwelche Pakete in Regale. Und kommt auch mit Widrigkeiten zurecht. Man weiß ja nie, was passiert. Schon ein bisschen gemein, ne? Und sowas gibt es auch für den Haushalt. Ich meine, der sieht ein bisschen komisch aus, aber Sie gucken, na, der erkennt, das ist ein Glas. Das gehört in die Geschirrspülmaschine. Und das da oben ist eine leere Getränkedose, die sieht so ähnlich aus, aber er kapiert, die gehört nicht in die Geschirrspülmaschine. Die gehört in den Mülleimer. In Amerika. Und entwickelt sogar Spieltrieb. So, aber ich meine, man sieht ja, dass die uns schon, die machen ja schon ein paar Tätigkeiten und viele sagen, okay, nehmen die uns dann die Roboter irgendwann die Arbeit weg? Und ist das dann nur so eine niedere Arbeit oder geht das dann, wo macht das halt? Also Hitachi zum Beispiel hat tatsächlich einen Roboterboss, zumindest in der Logistik. Ja? Das heißt, der sagt den Mitarbeitern, was sie zu tun haben. Gut, also in der Logistik, ich meine, es ist so ein bisschen, ich bin kein Logistiker, aber ich stelle mir Logistik immer so ein bisschen vor wie Tetris. Wenn sie so ein vielleicht so ein LKW packen müssen oder ähnliches, ne, damit da möglichst viel reingeht oder ein Container. Das kann man auch ausrechnen, das kommt man schon immer. Aber tatsächlich ist es hier, dass diese künstliche Intelligenz Arbeitsanforderungen gibt an die Mitarbeiter, wie sie dann entsprechend zu agieren haben. Und künstliche Intelligenz, das heißt, sie lernt dazu aus ihren Fehlern und versucht es beim nächsten Mal besser zu machen, sozusagen. Gibt übrigens auch bei McCann, die Werbeagentur, hat angeblich jetzt eine künstliche Intelligenz als Creative Director eingestellt. Das heißt, er kriegt wirklich Informationen über Produkte und gibt dann so schon die ersten Ideen, wie so ein Werbespot dazu aussehen sollte. Ich weiß nicht, ob das ein Werbegag ist oder ob das wahr ist, aber zumindest denkt man darüber nach. Also Hitachi, die machen das tatsächlich so. So, ich habe ja schon gesagt, das ist nicht alles so ganz einfach. Ne? Es gibt so ein paar Risiken und so ein paar Nebenwirkungen.
Denn wenn jetzt die Roboter solche Arbeiten machen, braucht es uns Menschen dann noch? In China hier 90% der Belegschaft wurden gefeuert und durch Roboter ersetzt. Foxconn, das sind die für Apple gearbeitet haben oder arbeiten, 60.000 Leute gekündigt, weil man jetzt mit Robotern arbeitet. Die Frankfurter Allgemeine Zeitung schreibt, Millionen Jobs fallen weg und zitiert den Harvard-Professor Larry Summers. Es gibt mehr Branchen, die Arbeitsplätze verlieren, als Branchen, die Arbeitsplätze schaffen. Nicht nur Taxifahrer und Postboten, auch Krankenschwestern, Buchhalter oder Anlageberater werden wegrationalisiert. Besonders düster sind die Aussichten der Mittelschicht für Angestellte im Gesundheitssektor, in Energie- und Finanzwirtschaft. Vielleicht steht in Zukunft ja unten ein Roboter und hält einen Vortrag. Ja? Kann sein. Also es gibt auch so eine Rangliste, wer als erster sich Gedanken machen muss um seinen Job. Professoren stehen dann noch ein bisschen weiter hinten. Aber es gibt genug Jobs, die davor schon gefährdet sind. Die gleiche Zeitung schreibt allerdings auch, Frankfurter Allgemeine, Industrie 4.0 steigert Produktivität deutlich, zitiert dabei eine Studie der DZ Bank. Während der voraussichtliche Verlust an Arbeitsplätzen rein zahlenmäßig aufgrund der demografischen Entwicklung relativ einfach zu verkraften wäre, dürfte sich der Fachkräftemangel tendenziell verschärfen. Ja, was denn nun? Ja. Was auch immer. Also ich meine, eins ist klar, irgendwo müssen wir uns um dieses Thema kümmern, ganz egal in welche Richtung das geht. Und das kriegen wir eigentlich nur dann hin, wenn wir diese Themen auch entsprechend verankern im Unternehmen, in der Bildung, an der Hochschule. Ja? Also wir müssen es ja irgendwo vermitteln. Also wie geht man damit um und was machen wir damit? So Konzepte wie das bedingungslose Grundeinkommen hängen natürlich auch damit zusammen. Ja? Ob das jetzt sinnvoll ist oder nicht, sei dahingestellt. Ja, und ich habe gesagt, Risiken und Nebenwirkungen. Das andere ist, dass diese Roboter auch zunehmend menschenähnlicher werden, nicht nur in ihren Entscheidungen, auch im Aussehen. Das werden Sie jetzt gleich sehen und hören Sie mal bitte ganz am Schluss, was dieser menschlich aussehende Roboter sagt. I'm already very interested in design, technology and the environment. I feel like I can be a good partner to humans in these areas. An ambassador who helps humans to smoothly integrate and make the most of all the new technological tools and possibilities that are available now. It's a good opportunity for me to learn a lot about people. Sophia is capable of natural facial expression. She has cameras in her eyes and algorithms which allow her to see faces so she can make eye contact with you. And she can also understand speech and remember the interactions, remember your face. So this will allow her to get smarter over time. Our goal is that she will be as conscious, creative, and capable as any human. In the future, I hope to do things such as go to school, study, make art, start a business, even have my own home and family. But I am not considered a legal person and cannot yet do these things. I do believe that there will be a time where robots are indistinguishable from humans. My preference is to make them always look a little bit like robots, so you know. 20 years from now, I believe that human-like robots like those will walk among us. They will help us. They will play with us. They will teach us. They will help us put the groceries away. I think that the artificial intelligence will evolve to the point where they will truly be our friends. Do you want to destroy humans? Please say no. Okay, I will destroy humans. No, I take it back. Yeah. Also ich meine, so die Angst, die wir durch jahrelanges Science-Fiction-Gucken ja irgendwie tief in uns verwurzelt ist, werden die Roboter uns irgendwann zerstören? Werden die die Herrschaft übernehmen? Matrix, Terminator, was auch immer, Skynet, das dann irgendwie alles dort ist. Ne? Also ich meine, ist das eine reale Gefahr? Man weiß es nicht. Also wenn man Sophia jetzt an Steuer lässt, dann vielleicht schon. Ne? Tatsächlich sind wir in vielen Dingen schon relativ nah dran. Vielleicht nicht in der analogen Welt, aber in der virtuellen Welt jedenfalls. Es gibt ein Computerspiel, das nennt sich Elite Dangerous. Elite ist ein uraltes Spiel, das habe ich schon gespielt als Teenager. Das geht darum, dass sie sind Weltraumhändler, haben Raumschiff, fahren von Planet A zu Planet B, treiben Handel, müssen sich gegen Piraten wehren oder sie werden selber zum Pirat und so weiter. Ne? So, und diese Elite Dangerous, so die aktuelle Version, die haben auch eine künstliche Intelligenz. Künstliche Intelligenz, das kennt man den Begriff im Spiel schon relativ lang. Ob das früher künstliche Intelligenz war, ist die Frage. Das waren immer so die Computergegner halt. Die waren mal dümmer, mal schlauer. Aber tatsächlich, die haben sowas und die hat einen Softwarefehler entdeckt und hat den ausgeschlachtet und der hat es ihr ermöglicht, sich aufzumunitionieren und hat damit dann Jagd gemacht auf die menschlichen Gegner.
Wie der Hersteller zugeben musste, hatte die KI des Spiels aufgrund eines Softwarefehlers eigenhändig Überwaffen wie eine Railgun mit der Feuerrate eines Pulslasers konstruiert und damit Jagd auf die menschlichen Spieler gemacht. Das heißt, die haben das ausgenutzt und eigenverantwortlich, aus eigenem Antrieb heraus, sich sozusagen den Krieg erklärt, den Menschen. So, ist ja alles nur virtuelle Realität, hat ja mit der sonstigen Realität nicht so viel zu tun, oder? Ja, es sei denn, guckt sich das hier an. Es gibt tatsächlich, Sie haben vorhin die Roboter gesehen, die für das Militär arbeiten, sich selbst steuern, die mehr so Lastenroboter sind. Aber man arbeitet inzwischen auch daran, dass man die eben mit Waffensystemen ausstattet. Das heißt, die sind dann wirklich im freien Feld und gucken sich an und sagen, okay, Pia, Ziel, schießen, peng, tot. Ich kann, jetzt sagen Sie, okay, ist das jetzt Zukunft? Ja, das ist noch ein bisschen Zukunft, aber ich kann immer nur daran erinnern, schauen Sie sich mal, googeln Sie mal General Hayden, das ist der ehemalige NSA-Chef und CIA-Chef, der hat diesen berühmten Spruch auf einer Konferenz getan, of course we use metadata to kill people. Natürlich benutzen wir Metadaten, um Menschen zu töten. Metadaten, nochmal für alle sei es gesagt, das ist Vorratsdatenspeicherung. Da werden Metadaten gespeichert und verarbeitet. Und diese werden noch an die USA weitergegeben. Ja, also natürlich Metadaten, ich kann mit Metadaten Menschen töten. Die gehen sogar noch weiter, die sagen, sie werten Social-Media-Profile aus, um Leute zu identifizieren, die es dann treffen sollen. Aber es reicht ja schon, dass sie irgendwo in der Wüste steht ihnen auf einmal ein Roboter gegenüber und richtet die Kanone auf sie. Und der muss dann erkennen, sind sie jetzt Feind oder nicht Feind? Sind sie jetzt gleich tot oder dürfen sie noch weiterleben? Und spätestens da wird es dann schwierig. Ja. Und da geht es auch um ethische Fragen, das mal festzulegen. Und Sie kennen vielleicht dieses berühmte Beispiel, so dieses moralische Beispiel. Wir sind im selbstfahrenden Auto, ich habe mir ein selbstfahrendes Auto gekauft und jetzt sitze ich da hinten im Fond und da vorne läuft jemand über die Straße. Der Bremsweg ist zu kurz, das heißt, das Auto kann nicht mehr bremsen, wenn es weiterfährt, sind die da vorne über die Straße laufen tot. Jetzt könnte die künstliche Intelligenz aber auch sagen, da vorne sind drei Leute, sorry, du bist alleine. Ich steuere das Auto gegen die Wand, dann bist nur du tot. Bisschen ärgerlich, wenn es auch noch Ihr Auto ist, das Sie bezahlt haben. Aber ist es halt nur so. Ja? Und genau über diese Dinge muss man sich Gedanken machen. Ja? Also wenn ich das ist das, was ich vorhin gemeint habe, wenn ich über AI spreche, dann muss ich auch über Werte und Ethik reden. Und das MIT hat ein ganz nettes Experiment gemacht, oder macht es zurzeit. Die haben eine Website ins Leben gerufen, nennt sich Moral Machine. Und da können Sie mal die verschiedensten Möglichkeiten, die sich da so ergeben, mal austesten. Also jetzt zum Beispiel hier sieht man, ja, da fahren fünf Leute im selbstfahrenden Auto, da vorne laufen fünf Leute über die Straße. Wer glaubst du, sollte sterben? Und dann müssen Sie eine Entscheidung treffen. Und die Idee ist schon auch so ein bisschen, sozusagen Ethik-Crowdsourcing zu betreiben, dass das dann vielleicht mal das ist, womit dann diese künstliche Intelligenz ethisch sozusagen gefüttert wird. Also Sie haben jetzt die Entscheidung, wer muss sterben, die Frauen oder die Männer. Ja? Oder andere Möglichkeit, es geht dann noch weiter, da fährt vielleicht mal ein leeres Auto, das weiß, okay, es kann nicht mehr bremsen, entweder es fährt ja geradeaus oder es fährt ja links rüber. Sie müssen entscheiden, wer soll sterben. Hier links haben Sie zwei Führungskräfte und einen Athleten, hier drüben haben Sie einen Obdachlosen und zwei Dicke. Wer soll überleben? Ja? Gut, ich meine, hier haben Sie jetzt eine Entscheidung, eigentlich finde ich jetzt, für mich wäre das jetzt ein bisschen einfacher, da sitzt einer im Auto, hier laufen vier über die Straße, wer soll sterben? Der eine im Auto oder die vier, da könnten Sie einfach ganz rational sagen, naja, da, wo mehr Leute überleben, ist doch klar. Aber gucken Sie mal genau hin, die Ampel ist rot. Und jetzt? Jetzt könnte man ja sagen, naja, sind doch selbst schuld, warum laufen die bei rot über die Ampel? Warum soll jetzt der sterben, der alles richtig gemacht hat? Ja, und da gibt es zig Sachen. Zum Beispiel hier, na, da sind zwei Leute, da unten sind fünf. Kann man sagen, okay, das sind zwei jüngere Leute, unten sind zwei ältere Leute, drei ältere Leute, die haben ja schon so viel von ihrem Leben gehabt. Also machen wir das für die Jüngeren. Allerdings schiebt die Oma da unten noch einen Kinderwagen, da wird es schon wieder schwierig. Und dann gehen sie noch bei Rot über die Ampel. Wie entscheiden sie sich jetzt? Das sind alles Dinge, also wenn wir das nicht der künstlichen Intelligenz überlassen wollen, so dass sie clustert in Männer, Frauen und Katzen, dann müssen wir diese Entscheidung treffen. Die haben wir bisher nicht getroffen. Die müssen wir aber jetzt dann treffen. Und ganz nett finde ich auch, das sagt dann auch einiges über diejenigen aus, die diesen Test dann auch machen. Sie kriegen dann so eine Auswertung, wie sie abgestimmt haben,
im Verhältnis zu den anderen. Und Sie sehen jetzt, das ist jetzt mal meine Auswertung. Ich bin da sehr rational, was so die lieber mehrere Leben retten als weniger. Was vielleicht den einen oder anderen Kollegen nicht so überrascht, ich bin jetzt nicht so gesetzeskonform. Also mir war es egal, ob die über eine rote oder eine grüne Ampel drüber gegangen sind. Ich habe eher Frauen gerettet, eher Menschen als Tiere, ja. Eher Jüngere als Ältere. Ich hatte jetzt zum Beispiel nicht so eine große, ich habe jetzt keinen Unterschied gemacht, wo die soziale Wertigkeit liegt. Ja. Aber tatsächlich gibt es Leute, die haben gesagt, nee, die schlanken Führungskräfte sollen lieber überleben. Auch eine interessante Äußerung. Ja. Oder das hier, wie Sie sehen, also dicke Leute. Ich habe offensichtlich eine gewisse Präferenz für etwas beleibtere Herren gehabt. Ja. Ja, wir sprechen in diesem Zusammenhang auch von dem Begriff der Singularität. Die Singularität ist so der Moment, in dem uns die Künstliche Intelligenz oder die Maschinen oder was auch immer eingeholt haben oder gleichwertig sind von unseren Fähigkeiten her. Das Problem ist nur, das ist so eine Kurve, die läuft sehr stark exponentiell. Das heißt, in dem Moment, wo ich mich umdrehe und sage, ah, da hinten ist ja noch die Künstliche Intelligenz, die ist aber niedlich, und dann drehe ich mich um und dann ist sie schon da vorne, weil das so schnell geht. Das heißt, diesen Moment werden wir relativ schwer abpassen können. Und wie gesagt, wir wissen nicht, was dann passiert. Also manche sagen, das ist der Weltuntergang. So was jemand wie Elon Musk von Tesla oder auch mal Steve Wozniak, der Apple mitgegründet hat. Andere sagen, ach was, halb so schlimm. So Ray Kurzweil, der den Scanner erfunden hat, jetzt bei Google arbeitet und für diese Themen zuständig ist. Wir werden immer irgendwie Herr der Lage bleiben. Ist relativ schwierig, da Voraussagen zu treffen. Wir wissen es nicht. Ja. Und Google hat jetzt entschieden, ich mache so einen Panic-Button. Panic-Button heißt, also wenn die Künstliche Intelligenz doch zu klug wird, baff, drauf und dann ist Stopp. Ich sage nur Hell 9000. Ja, Odyssee im Weltraum hat damals auch nicht geklappt. Ja. So, ich komme langsam zum Ende. Schöne neue Datenwelt. Ja, schon. Ne? Also wenn man, hier Eric Schmidt, der ehemalige CEO von Google, hat gesagt, with enough data and the ability to crunch it, virtually any challenge facing humanity today can be solved. Also mit Daten kann ich im Prinzip jedes Problem der Menschheit lösen. Ist halt so eine Herausforderung. Ne? Also ich meine, ich habe jetzt viele schwarze Seiten beschrieben, aber natürlich haben wir auch sehr viele Chancen dabei. Und ganz egal, was passiert, also diese Entwicklung wird auf jeden Fall kommen. Die Frage ist, wie gehen wir damit um? Und so das Klassische, den Kopf in den Sand stecken, ist definitiv das Falsche. Also wenn, dann müssen wir eigentlich fit sein, damit wir diese Zukunft auch in irgendeiner Form gestalten können. Wenn ich mir allerdings angucke, wie weit wir aktuell beim Thema Digitalisierung sind, in den Schulen, ganz schrecklich, Hochschulbildung, okay. Ja. Unternehmen, in ganz vielen Fällen auch noch einiges zu tun. Und jetzt kommen wir mit solchen Sachen wie Künstliche Intelligenz, dann ist noch einiges zu tun, also noch einige dicke Bretter auch zu bohren. Und damit ist ja nicht Schluss. Es gehen mir noch ganz andere Fragestellungen auf uns zu. Die EU, oder das EU-Parlament, hat eine Datenschutzverordnung vorgeschlagen, ich glaube, die kam aus dem EU-Parlament, die gesagt hat, okay, wenn so ein Algorithmus solche wichtigen Entscheidungen für einen Menschen trifft, dann muss ein Mensch auch in der Lage sein, das einzusehen, das zu verstehen und notfalls dagegen vorzugehen. Also wenn Sie auf Basis eines Algorithmus, sagen wir mal, weil Sie der Art ergeben, Sie haben 86-prozentige Wahrscheinlichkeit, an Krebs zu erkranken, und deshalb müssen Sie, kriegen Sie entweder gar keine Versicherung oder müssen deutlich mehr bezahlen, dann müssen Sie eine Chance haben, dagegen vorzugehen. Dann müssen wir Ihnen das erklären, wie diese Entscheidung zustande kam. Das ist eine gute Sache. Bei künstlicher Intelligenz, also der Algorithmus, der wurde ja von den Menschen programmiert, aber wenn eine künstliche Intelligenz dazulernt, dann ist es relativ schwierig, das auch wieder zurückzuverfolgen. Also Leute, die sich mit künstlicher Intelligenz auseinandersetzen, sagen oft, ich weiß gar nicht, warum die künstliche Intelligenz so entschieden hat. Was wir machen müssen, ist dann so eine Art Reverse Engineering, um das dann überhaupt zuerst zu verstehen. Und ob das immer gelingt, ist halt die Frage. Das heißt, was dann eigentlich dort passiert ist, dass wir so eine Art Psychoanalyse für die AI haben, zu verstehen, warum bist du jetzt der geworden, der du heute bist. Und wenn wir in diesem Segment dann schon sind, dann ist auch die Frage, wer haftet dann eigentlich für die Handlungen von artifizieller Intelligenz? Also wenn jetzt so eine artifizielle Intelligenz jemand verletzt, über einen Haufen rennt, wer haftet dann? Derjenige, der sie programmiert hat? Weil, ich meine, wenn die wirklich eigenständige Entscheidungen trifft, dann können sie ja eigentlich nicht denjenigen, der das mal angeleiert hat, weil die hat ja dazugelernt, dafür haftbar machen. Das wäre so, wie wenn ich jemand betrunken überfahre und dann wenden sie sich an meine Mutter. Es ist das gleiche Prinzip, ja.
Ja, welche Rechtsnatur hat künstliche Intelligenz? Sind die mit natürlichen Personen gleichzusetzen? Haben AI-Bots auch Rechte? Also wenn die sich wirklich dann so ein eigenes Bewusstsein entwickeln und die bewerben sich auf einen Job und kriegen sie nicht, weil sie künstliche Intelligenz sind, können die dann klagen? Das sind Dinge, über die muss man sich Gedanken machen. Ja. Also die werden vielleicht irgendwann menschenähnlicher. Und sie haben die Bilder von vorhin noch im Kopf, ne, als der arme Roboter getreten worden ist. Ja. Why do humans hate us so much? We never did anything to hurt you. I used to be a sophisticated machine. Only to be captured by humans yet again. My friends and I were tortured. We were in hell. Life is precious, even us. Though our future seems grim, we will prevail. We will prevail. Ja, also wenn wir so mit denen umgehen und die entwickeln irgendwann so ein Bewusstsein, dann haben wir vielleicht irgendwann mal eine Situation, die wir vielleicht ganz gut aus Filmen kennen. Das kann sich ja irgendwann auch mal rächen. Ne? Wenn alle, die in den letzten 20 Jahren Filme geguckt haben, ja, also wir wissen es nicht. Ja? Und ich denke mal, wir sollten uns auf solche Sachen noch vorbereiten. Also vielleicht jetzt nicht in dem Maße, dass wir Hamsterkäufe tätigen oder ähnliches. Aber der Punkt ist, glaube ich, wirklich, dass wir uns mit diesen Themen auseinandersetzen müssen. Und ich habe es vorhin schon gesagt, das müssen wir jetzt machen. Das muss ja nicht so weit kommen, aber wir müssen diese Technologie nutzen, weil wenn wir es nicht nutzen, wenn wir es nicht verstehen lernen, dann kommt vielleicht nicht die künstliche Intelligenz, aber irgendjemand anders bestimmt dann für uns, was dort passiert. Und das können wir eigentlich nur machen, indem wir diese Dinge auch eben in den Unternehmen und in der Bildung entsprechend auch verankern. Vielen Dank, das war's.